Männlich, zwischen 21 und 24 Jahre alt, trotz mittlerer Reife meist arbeitslos. Und 92% von ihnen wohnen noch bei Mutti. So definierte 2016 eine Studie den linken Durchschnittstäter des linksextremistischen Milieus in Berlin. Man könnte also auch sagen, der linke Durchschnittsextremist ist ein männlicher Lebensversager, weit entfernt vom eigenen Anspruch, Vertreter einer marxistischen Bildungsbrigade zu sein, welcher die Familie zwar als Hort reaktionären Denkens auf den Müllhaufen der Geschichte verbannen will, von Muttis Taschengeld aber so abhängig ist wie der Autonome vom Pflasterstein. Und dieses Klientel wächst in Berlin. Unsere Hauptstadt ist ein Hotspot der linksextremen Szene in Deutschland. No-Go-Areas für Polizisten wie in der Riegerstraße, kriegsähnliche Zustände am 1. Mai, Inbrandsetzung von Fahrzeugen, Angriffe auf Polizeibeamte, Anschläge auf Oppositionspolitiker, vor allem meiner Partei, Morddrohungen gegen Gaststättenbetreiber und deren Familien. Das alles spricht eine eindeutige Sprache. Der Rechtsstaat versagt in dieser Stadt. Es herrscht Demokratienotstand. Ja, für diese Zustände auf den Straßen sind Extremisten verantwortlich. Für das Versagen des Rechtsstaates aber sind die Radikalen in dieser Regierungskoalition verantwortlich, meine Damen und Herren. Denn was haben Sie bisher im Kampf gegen diese Salonbolschewisten für Arme unternommen? In Ihrem Koalitionsvertrag, in dem zwar richtigerweise der Kampf gegen Rechtsextremismus betont wird, kommt allein der Begriff Linksextremismus kein einziges Mal vor. Dem überparteilichen Aufruf gegen Linksextremismus in der letzten Legislatur haben Sie sich verweigert. Und neben den Aussteigerprogrammen Mehrzahl für Rechtsextremisten und religiöse Extremisten fördern Sie wie viele Programme gegen Linksextremismus? Genau, nicht eines. Meine Damen und Herren, Sie sind nicht nur auf dem linken Auge blind, bei Ihnen ist die gesamte linke Körperhälfte gelähmt. Und aus diesem Grund wird es Zeit, hier und heute deutlich zu sagen, dass rot-rot-grüne Politik nicht nur bedeutet, sich die Verschleierung und Relativierung von linksradikalen Strukturen ins Regierungsprogramm zu schreiben. Nein, rot-rot-grüne Politik ist ein Konjunkturprogramm für jede Form linksradikaler Umtriebe in dieser Stadt. Die entscheidende Frage für uns lautet deshalb, wie sollen Rechtsstaat und Demokratie verteidigt werden, wenn die Radikalen Teil der Regierung sind? Ein wichtiger Baustein des von Ihnen nicht gewollten, aber eben deshalb so dringend erforderlichen Kampfes gegen Linksextremismus ist deshalb das von uns vorgeschlagene Aussteigerprogramm. Und gerade meine Partei weiß um die Wichtigkeit eines solchen Programmes. Denn wenn Sie mal einer Meute dieser stalinistischen Berufsterroristen gegenübergestanden haben und sich diese traurigen und ja oft auch verwahrlosten Gestalten mit ihren hasserfüllten Augen ansehen mussten, dann wird ihnen schlagartig bewusst, wie wichtig es ist, diese bemitleidenswerten Geschöpfe eine Ausstiegsmöglichkeit aus ihrem ideologischen Elend aufzuzeigen, um sie nach einer erfolgreichen Resozialisierung zu wertvollen und steuerzahlenden Mitgliedern unserer Gesellschaft zu machen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wesener. Ich kann an dieser Stelle keine intelligenten Zwischenfragen erkennen. Von daher würde ich davon absehen, diese beantworten zu wollen. Das Programm soll deshalb Hilfe bei Fragen der Lebensführung bieten und die in Antifa-Kreisen häufig gestellte Frage beantworten: Warum muss ich für meinen Lebensunterhalt eigentlich arbeiten gehen? Das Programm bietet Suchtberatung, um einen erfolgreichen Entzug von Drogen und linken Ideologien zu gewährleisten. Und es bietet Hilfe bei Arbeits- und Wohnungssuche, denn es gibt Alternativen zu Muttis Kinderzimmer oder der verwahrlosten Absteige in der Rigaer Straße. Ein Aussteigerprogramm nach Vorbild NRWs ist deshalb eine wichtige Säule im Kampf gegen linken Extremismus in Berlin. Meine Damen und Herren der Linkskoalition, ich darf Ihnen abschließend noch eines versichern. Sie werden mit Ihrer Politik keinen Erfolg haben. Sie mögen sich in Selbstzufriedenheit ergehen und die Taten Ihrer linksradikalen Freunde insgeheim beklatschen. Wir und mit uns alle Demokraten in dieser Stadt werden diesem roten Terror nicht weichen. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Vielen Dank.
Die Luft ist so trocken wegen diesen ganzen Phrasen, die gerade geschwungen wurden. Herr Zimmermann, ich weise Ihren Vorwurf, ein Extremist zu sein, entschieden zurück. Ich bin ein radikaler Demokrat, und damit haben Sie offensichtlich ein Problem. Und auf Ihre Einlassung, Herr Zimmermann, im Namen der ehemaligen Volks- und Arbeiterpartei SPD, die mich im Übrigen in keinster Weise überraschen, denn ich habe sie erwartet, sage ich Ihnen Folgendes. Oder bin dahingehend nicht überrascht, denn Ihre Partei ist ja maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Linksradikale in diesem Land Narrenfreiheit besitzen. Ihre Partei ist es, die keine Gelegenheit auslässt, um in breiten Bündnissen mit dubiosen linksextremen Gruppen wie der interventionistischen Linken, welche maßgeblich Drahtzieher der militanten Ausschreitung im Zuge des G20-Gipfels in Hamburg war, gegen politische Gegner ins Feld zu ziehen, Ihre Jugendorganisation steht an der Seite der linksterroristischen Antifa und der von einschlägigen Diensten als verfassungsfeindlich eingestuften Roten Hilfe, die linksextreme Straftäter unterstützt. Selbst Ihre Bundesminister, wie zum Beispiel ein Heiko Maas, outen sich als Fans von gewaltverherrlichenden linksextremen Bands wie Feine Sahne Fischfilet und schreiben Pamphlete wie Aufstehen statt Wegducken, in denen praktisch jeder Andersdenkende als Rechtsextremist bezeichnet wird. Es war Ihr Kollege Ralf Stegner, der dazu aufgerufen hat, Personal des politischen Gegners anzugreifen und militanten Linksextremisten damit eine Rechtfertigung für ihr Handeln gab. Und es war Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Saleh, leider gerade nicht hier, der im Nachgang der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen erklärte, uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur Parteien der linken Mitte. Das sind genau jene Äußerungen, die den Feinden unseres Rechtsstaats als Rechtfertigung dienten, um Herrn Kemmerich und seine Familie zu bedrohen und anzugreifen. Und deshalb, Herr Zimmermann, ist der Kampf Ihrer Partei gegen linken Extremismus unglaubwürdig, er ist unaufrichtig und er wird es so lange bleiben, bis Ihre Partei die richtige Grenze nach links gezogen hat. Vielen Dank. Ja, ich weiß, mit anders lautenden Meinungen als der Ihren haben Sie grundsätzlich ein Problem. Das ist Teil der Demokratie. Damit muss man umgehen. Das müssen Sie auch noch lernen. Und ich weiß auch gar nicht, was grundsätzlich das Problem ist, sich hier vorzubereiten. Das setzt eine vernünftige Arbeitsweise voraus. Ich weiß ja nicht, wie Sie arbeiten, aber so läuft das halt bei uns. Herr Schrader, dass Sie von der Linkspartei gegen dieses Aussteigerprogramm sind, ist für mich absolut nachvollziehbar, denn Ihre Partei ist ja Teil des linksradikalen Problems, das wir haben. Ihre Jugendorganisation will die soziale Marktwirtschaft überwinden und den Kommunismus einführen. Ja, zur Erinnerung, dass jene menschenverachtende Ideologie, die im Verlauf von 80 Jahren durch Totalitarismus, Menschenverbrechen, Genozid, Deportation und Vertreibung 100 Millionen Tote zu verantworten hat. Das will Ihre Jugendorganisation einführen. Es ist Ihre Partei, in der Trotzkisten bis in die höchsten Parteiämter gewählt werden, wie Ihre stellvertretende Bundesvorsitzende Frau Wissler, die Mitglied von Marx 21 ist, einer linksextremistischen Vereinigung, welche die Überwindung des Parlamentarismus durch Revolution und die Einführung des Kommunismus zum Ziel hat. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist Ihre Partei, welche mit der offiziellen Arbeitsgemeinschaft Antikapitalistische Linke eine Organisation besitzt, welche von einschlägigen Behörden als verfassungsfeindlich eingestuft wird, weil diese gezielt den Schulterschluss mit anderen extremistischen Gruppierungen wie zum Beispiel gewaltbereiten Autonomen sucht und in deren zahlreiche von ihren Fraktionsmitgliedern hier Mitglied sind. Es ist Ihre Partei, die mit mindestens 7 Totalitäten und verfassungsfeindlichen Organisationen zusammenarbeitet, unter anderem der kommunistischen Plattform, einer Parteigliederung von Ihnen, die sich die DDR zurückwünscht, oder der Roten Hilfe, welche inhaftierten Linksextremisten betreut und so das kriminelle und gewaltbereite Milieu in Deutschland stärkt. Es ist Ihre Partei, die regelmäßig mit gewaltbereiten Antifa-Gruppierungen gemeinsame Sache macht, und es ist Ihre Partei, in der ein kryptokommunistisches
sächsischer ehemaliger Ministerpräsident namens Bodo Ramelow. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Weiß, Sie hatten eine Zwischenbemerkung angemeldet. Sie lesen erneut vom Blatt ab. Eine Zwischenbemerkung bezieht sich auf das, was der Vorredner gesagt das hat. Das tue ich ist hier nicht der Fall. Das ist ein vorbereiteter Redebeitrag. Ich bitte Sie, Ihre Zwischenbemerkung zu machen, wie sie in der Geschäftsordnung festgelegt ist. Dann sagen Sie mir bitte, wo das festgelegt ist. Ich habe das im Vorfeld natürlich 64. ausgiebig geprüft und ich nehme in meiner Zwischenbemerkung explizit auf das, was mein Vorredner gesagt hat, denn ich lege dar, warum diese Fraktion diesen Antrag ablehnen wird. Aber ich bin eh fertig, denn Herr Schrader, ja, Ihre Partei will kein Aussteigerprogramm für Linksextremisten. Ihre Partei will keinen Kampf gegen Linksextremisten, denn Ihre Partei ist nicht Teil der Lösung, sondern nach wie vor Teil des Problems.